So, und da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge von The Legend of Zelda, Majora's Mask. Wir sind immer noch hier stehen geblieben. Ich... Au! Warum ist die Schublade offen? Die lädt ja gerade zum Stoßen ein. So, Deko-Maske raus. Was war hier eigentlich vorher? Das ist gerade gar nicht. Hui! War hier vorher nicht Wasser? So, mal gucken, was hier auf der Truhe, was hier jetzt kommt. Eine Truhe? Ich hoffe es. Ja, das Trüchchen da oben steht nicht mehr in Flammen. Ernsthaft. Dim, 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 dim. Warum? Die brauchen wir gar nicht. Wir brauchen das hier. Das einzige Dungeon, das man auch im Dungeon braucht. So. Das Teil bleibt aktiviert. Wir können jetzt hoch. Ah, das wäre so nass und Ding. So viele Wege, die nach oben führen. Und... Hui! Da will ich hin. Wow. Au. Muss ich ja nicht mehr darauf gehen. Kriegt man da automatisch seine Deko-Blätter, wenn man darauf geht? Ja. Wo auch immer wir die hernehmen. Mich soll es nicht stören. Okay, rückwärts fliegen ist, glaube ich, keine so gute Idee, oder? Alter, der tickt aber aus, der Junge da. So, jetzt müssen wir darüber. Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Ich komme gleich zu dir. Ich muss mich nur eben um andere Dinge kümmern. Wow. Okay, so geht's auch. Bin nicht mal groß genug, dass wir die Fee gleich einsammeln können. Wie süß. So, eben kurz checken, ob wir hier alle Feen haben. Wie gesagt, ich wollte hier eigentlich nicht nach denen suchen. Hier ist noch eine Fee. Ich bin sicher, der Käfer da oben weiß, der unten weiß Bescheid. Hallo Käferchen! Ich wollte dich nur fragen, ob du noch eine Fee gesehen hast. Das ist ganz wichtig für mich. Hast du? Also, wenn ich hier stehe, vibriert zumindest der Controller. Gibt es hier noch irgendeinen Mechanismus, den wir nicht aktiviert haben? Was ist hier? Eine Truhe mit dem Schlüssel. Da ist momentan kein Durchkommen. Ah! Hab dich doch gesehen. Das war ein bisschen zu hoch, aber was soll's. Ich glaube, so hören wir richtig. Das war aber ganz knapp. So, wir brauchen noch die Lichtpfeile. Da. Ernsthaft. Fühle mich gerade ein bisschen bepisst. Was ist hier eigentlich? Da war ja vorher Wasser. Oh, okay, da ist jetzt nichts. Auch gut. Oh, guck mal, er ist wieder da. So, haben wir den Schlüssel für da oben. Hi, kommst nicht weiter, ne? Naja, mal gucken, wir müssen, oder beziehungsweise wir wollen ja für den Shitoru Mani eh nochmal raus um 6 oder kurz vor 6. Dann werde ich da beim nächsten Mal, wenn wir wiederkommen, kurz die Welt umdrehen, dass wir uns die Truhe holen. Und alle anderen, die wir bis dahin finden. Ich hätte es mir aufschreiben sollen.
Leute, ihr werdet es lieben. Jetzt haltet euch fest. Da fällt mir ein. Hallo, ich habe gehört. Das wirkt ja gar nicht für den Raum hier. Das wäre ja zu schön gewesen. Alter, das hätte für den ganzen Dungeon zählen sollen. Hätten wir eben kurz die Fee holen können. Aber nein, wir müssen dafür stattdessen wieder raus. Ups, da sind wir von der Decke gefallen. So, da wir nicht über Lava gehen können, übernimmt das mal bitte der Gerone für uns. So, drüben. Ach ja, da. Tada! Und so überquert man ein Lavabecken. So, damit noch nicht genug. Das werden wir da nicht rausbekommen. Na, dann drehen wir es doch einfach mal um. Entschuldigt. Gibt es ja nicht eine Fee? Ich frage für einen Freund. Nein, gut, eine Sorge weniger. So. Mein Ohr hat gerade mal wieder spontane Juckanfälle. So, ich muss mal kurz gucken. Wir müssen den darüber. So, da geht es normalerweise nicht weiter. Also sagen wir mal kurz: Räumchen, dreh dich. Das Witzige ist, gerade als wir das mit der Lava hatten, habe ich noch an diesen Raum hier gedacht. Oh, willst du eine Pfeile bringen? Super nett von dir. Na gut, die Magie kann ich auch sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Wenigstens ist dafür gesorgt, dass man unendlich Munition quasi für die hat. Und hops. So, einmal kurz. Oh, dann können wir das einfach da reinmachen. So, kommen wir da auch rüber. Bye. So, schon wieder. Ach ja, in das Loch, da sollte mal nicht reinfallen. Das ist ganz schlecht. So, Pfeile bitte. Schon wieder da? Na, will ich da kriegen? Ah, wird zu früh geschossen. Ja, das kann man denn treffen. Alter, ich habe viel zu früh losgelassen. Da kann er uns nicht treffen. Vor allem das Schöne, hier sind wir vor der Lava in Sicherheit. Voll ins Knie, ich meine voll ins Gelenk. Ach, er ist da oben. Ich habe ihn gar nicht gesehen.
da oben wieder. Kannst du dich mal irgendwo hinstellen, wo wir dich auch treffen können? Das ist gut. Na, wieder daneben. Junge, es ist 5. Ich muss mich beeilen. Ich bin gegenseitig getroffen. Doof. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Ach so. So, ich habe keine Zeit. Ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht so schnell. Haben wir den Dings an? Normale Zeit? Ich glaube nicht. Ich komme irgendwie so schnell vor. So. Ich will nur zur Milchstraße. Das ist alles, was ich möchte. Unsere Kutsche geht um 6. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit hier durchzurollen haben wir aber noch. Die Magie wird ein bisschen auffüllen. So. Die Zirkusdirektor-Maske hätte ich gerne. Mit denen können wir da durch den Überfall nämlich ganz easy durch, ohne dass da überhaupt irgendwas passiert. So, und da wir schon mal da sind. Nein, ich will keinen Fall schießen. Ich schwimme ein bisschen vor. Falls sich das überhaupt lohnt. So, zur Nacht des zweiten Tages. Ja, bitte. Da steht sie schon. Hi. Maske auf. Nimmst mich mit? Dankeschön. Ja, ich möchte gerne mitfahren. Danke. Es kann losgehen. Das sieht so bescheuert aus mit der Maske. Ich mag die Musik. So lang dauert das ja auch nicht. Und wer es nicht sehen will, der kann es ja einfach vorspulen. Den Vorteil habt ihr mir gegenüber. Ich kann nicht vorspulen. Höchstens die Zeit, aber damit komme ich nicht weit. Das reimt sich. Ich finde das so stumpf, dass Romani immer noch angepeilt. Oder Cremia ist das, ne? Ja, Cremia. Dass Cremia immer noch diesen blauen Pfeil hat. Das sieht sehr seltsam aus in der Cutscene. Es macht die Illusion kaputt. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Danke. Ich werde einfach rumstehen und süß aussehen. Hi.
Mir ist... Ich fühle mich gerade ganz traurig, weil ich das nochmal machen muss. Ich würde es toll finden, wenn ihr einfach auf eurem Posten bleiben würdet und mich nicht angreifen würdet. Das wäre Bombe. Ne? Denn wir wissen ja alle, mich klauen ist schlecht. Und mich kaputt machen ist noch schlechter. Also gönnt den beiden Mädchen doch mal ihren Erfolg. Ihr seid so undankbar. Haben wir das geklärt? Gut. Sucht ihr euch jetzt vernünftige Jobs? Ich bitte euch, natürlich sucht ihr euch keine Jobs. Ihr werdet weiter diesen Milchtransporter überfallen. Hi, Mond! Sie sieht... kann ihn leider nicht... Guten Tag, Herr Mond. Wie geht's Ihnen? Ach, da ist die Milch. Wo ist das? Wo war das Dach? Oh, wie süß. Wie schön. Cremi hat dich umarmt. Du verspürst ein warmes, verwirrendes Gefühl in deinem Herzen. Ach, du könntest dich daran gewöhnen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr geben kann. Aber du bist schon im Besitz von Romanis Maske, oder? Sie ist ein Zeichen der Mitgliedschaft in der Bar. Du solltest unbedingt dort unseren Chitao Romani probieren. So, jetzt müssen wir bis 10. Um 10 macht die Bahn auf, ne? Ich glaube ja. Die kostet 2 Rubine, das haben wir locker. Hi. Ja, um 10 macht das alles auf. Dann. Stell ich mal kurz den normalen Zeitlauf wieder her, dann warten wir die 2 Stunden eben fertig. Das lohnt sich jetzt nicht, da in der Zeit nochmal zurück in den Dungeon zu gehen. So, in der Zeit können wir die Kiste da hinten nochmal plündern. Dann ist es nämlich auch schon gleich soweit. So. So. Deshalb. Das machen wir bis dahin. Wir können hier blöd rumrennen. Hey, die Fee sieht genauso aus wie, oder fast genauso wie die im Turm. Apropos, da fällt mir ein, während wir hier warten, kann ich mal kurz die Suchmaschine meiner Wahl anwerfen. Majora's Mask, Feen, Felsenturm. So. Dann können wir die gleich nämlich ein bisschen besser suchen. So. Oh, der Herr ist unterwegs. Das heißt, die Bar geht gleich auf. So, Spiegelraum haben wir. Aufwinde haben wir. Die haben wir. Ah, wir haben in dem Raum, wo nach dem Zwischengegner fehlt uns, haben wir die Truhe vergessen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Okay. Gut, es ist so. Ja, Zeichen der Mitgliedschaft, hab's kapiert. Bitteschön. Ach ja, ich muss die Maske wieder aufsetzen. Hi, ich hätte gern... Haben wir mich? Ich möchte gerne einen trinken. Und ein Chitao, bitte. So. Diese Maske, sie hasst mich. So, können wir uns die Zora-Maske für gleich schon mal rauflegen.
Und zurück zum Dungeon. Wobei. Zwei lange Minute. So, zurück zum Felsenturm, bitte. So, zuerst war das der hier, ne? Ne, ne, ich muss den anderen zuerst machen. Der hier. So, mal kurz OBS ein bisschen bewegen, damit ich die Uhrzeit noch sehe, nicht, dass wir am Ende die Part zu lang machen. Das wäre ziemlich doof für mich. Für euch? Wahrscheinlich ziemlich gut. Für mich? Ja, schlecht. So. Da ist die Statue. Ich dachte gerade schon, die kommt gar nicht mehr. So, jetzt noch die Gronmaske eben kurz aktivieren. Gott, das ist so nervig, dass man das jedes Mal machen muss. Wobei, wenn wir schon mal hier sind, kann das Teil ja ruhig schon mal trinken. So, wohl bekommt's. Tada! Wir haben jetzt eine blaue Magieleiste und egal wie viel Magie wir jetzt verwenden, die Leiste wird sich nicht leeren. Was halt ziemlich nice ist, weil wir mit den Lichtfallen jetzt überhaupt keine Rücksicht mehr auf unsere Magie nehmen müssen. Die fressen, ich glaube, 6 Punkte. Also von daher ist das schon ziemlich vorteilhaft. So. So, wir gehen da eben so einmal rein, denn wir haben ja noch die Truhe, die wir, oder beziehungsweise die zwei Truhen. So, war die hier? War das der Raum? Ich glaube, das war sie. Zora-Maske. Aua. Da ist sie. Fee? Kommst du? Danke. Was, wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Wir müssen, zum Raum nach dem Endboss. Wo war der? Das müsste der lange da sein. Das heißt, wir müssen bei dem hier raus? Echt? Nein. Wir sind doch hier lang geschwommen. Wir müssen da oben raus. Da müssen wir durch. Hier wird mir noch eine Truhe angezeigt. Aber die ist wahrscheinlich auf der Unterseite. So. Macht eigentlich mehr Sinn, hier mit Feenmaske durch die Gegend zu stratzen. So. Hier sind wir soweit durch. Guten Tag, die Herren. Wir hätten auch uns einfach die Felsenmaske aufsetzen können und hätten die Dinger uns auch in Ruhe gelassen, by the way. So, hier ist noch eine. Na, hier sind wir wieder. Gut, dass wir hier nochmal gelandet sind.
Schaffen wir das? Hussa! Geht doch. Hi. Bye. Irgendwie war mir klar, dass wir das nicht schaffen. Noch ein Weiß. So, wieder da durch. Winkel eng nehmen. Dieses Scheibenkleisterteil. So, jetzt hier den Winkel wieder eng nehmen. Wir kennen's ja. Das ist kein enger Winkel. Oh, wir hätten es fast noch geschafft. Gut, dass man dabei kein Herz verliert. So, wie gesagt, wir brauchen hier einen engen Winkel. Das ist der Winkel ist nicht eng genug. Das können wir gleich knicken. Gott, gleich positioniere ich mich dann mal, wenn ich da rückwärts lang kriegen muss. Junge, was machst du da? Was wird das? Ich steuere in die ganz andere Richtung. Was machst du dafür Faxen? Ui. Ich will nur, dass du dich umdrehst. Das ist wie rückwärts einparken. So, jetzt haben wir einen guten Winkel. Das verging wesentlich flüssiger als beim letzten Mal. So. Sind hier noch Feen? Nein, dachte ich mir. So, hier ist keine Fee, hier waren wir schon. So, der Schalter ist hier ein bisschen versteckter. Da ist er. Der Schalter ist ein bisschen versteckter. Das machen wir. Machen wir es mal den weg. So, wir kommen da ran. Das weiß ich. Ist das so richtig? Ja, ich sag doch, wir kommen da ran. Von Abrollen hat der Junge auch noch nichts gehört, ne? So. Das waren jetzt hoffentlich alle. Würde es hassen, den Tempel nochmal umdrehen zu müssen. Immerhin fehlen noch. Es fehlen nur noch drei. Bin ganz über mich selbst erstaunt. Ja, zum Eingang, bitte. Oh, es kann jetzt sein, dass wir den Feuertypen nochmal besiegen müssen. Ach, wir brauchen keinen zusätzlichen. So, ich muss noch eben die Pfeile holen. So. Der hier war das, ne? Perfekt. Dam, di, dam, dam. So, brauchen wir die Hasenmaske auch nur die Hasenohren. Wir können das dann hier machen. Indem wir wissen, was wir machen. Nebenbei, während die Welt fällt, kann ich mich kurz im Ohr kratzen. Wie genial ist das denn?
So, jetzt hole ich die aber trotzdem raus. So. So, da wären wir. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss.